Hallo zusammen, es geht heute weiter mit meiner Radtour und zwar Richtung Röbel erstmal grob. Da es für heute eine Unwetterwarnung gibt, wollte ich jetzt nicht diese 80 Kilometer Tour machen. Man weiß ja nie, wie heftig sowas wird oder auch nicht. Daher so eine, ja, erstmal eine Vormittagsrunde, denke ich, vielleicht dauert es auch ein bisschen länger. Das entscheide ich dann spontan. Ja, viel mehr gibt es jetzt erstmal nicht zu sagen. Was hier morgens für eine Ruhe ist und in den ganzen, ich glaube es sind Kastanienbäumen, sind ja unheimlich viele Insekten, die am Brummen sind. Das ist hier lauter als die ganzen anderen Umgebungsgeräusche. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, wir haben jetzt 23 Grad. 9 Uhr ungefähr und es scheint doch wieder recht heiß zu sein. Gestern hatten wir noch 33 Grad. Das ist schon zum Radeln so in der Sonne nicht mehr ganz angenehm. Daher geht es jetzt heute Morgen frisch und munter weiter. Ich fahre jetzt hier ja auf der Hauptstraße und erstmal ist es sehr angenehm vom Fahren, klar, aber hier sind keine Autos unterwegs und die Temperatur durch den Wald hier ist wirklich sehr erfrischend angenehm. Nicht kühl, aber deutlich angenehmer als in der Sonne. Kennt ihr auch dieses Gefühl, wenn der Wetterbericht im Radio sagt, Unwetterwarnung von Westen kommend? Von Westen zieht es sich immer mehr zu. Aber ihr habt das Gefühl, nee, das passt schon. Das habe ich gerade. Ich hoffe mal, es wird schief gehen. Wird schon. Auch hier unterwegs sind immer wieder so kleine schöne Höfe. Da vorne war der Kolkhof und das hier konnte ich nicht mehr lesen. Ansonsten geht es weiter durch den Wald. Mit ständig leichten Steigungen. Man muss schon mal einen Gang runterschalten. Jetzt gibt es mittlerweile einen Radweg entlang der Kornfelder hier mit dem Kornblumenklatschmohn und dieser Aussicht. Das muss man einfach genießen, egal was sonst so im Leben los ist. Hier ist schon der Ortseingang Röbel-Müritz. Als staatlich anerkannter Erholungsort. Auch gut zu wissen, dass man hier einkaufen kann. Das ist nicht ganz so weit weg vom Campingplatz hier. Tankstelle, Bäckereien. Ja, es ist schon ein bisschen größer hier. Hier der Markant hat sogar sonntags geöffnet. Von 12 bis 18 Uhr, glaube ich, stand da. Ist doch ein Zeichen dafür, dass hier schon mehr Tourismus ist, wie man es aus den anderen Orten auch kennt, dass dann an Sonn- und Feiertagen trotzdem geöffnet ist zu bestimmten Zeiten. Wie ihr sehen könnt, geht es jetzt hier in den historischen Stadtkern und auch Richtung Tourismusgebiet stand da ein Schild. Also diese kleinen Ortskerne, das hat ja immer was Besonderes, finde ich. Ja, ich mache gerade wieder einen kleinen Abstecher. Hier rüttelt es zwar ordentlich, aber es sah irgendwie einladend aus. Also wenn man irgendwas braucht, egal ob Essen, medizinische Hilfsmittel, Apotheken, Bekleidung, das gibt es hier alles. Ich muss auch dann Montag nochmal hier hin, da ich vergessen habe, meine Medikamente in ausreichender Menge mitzunehmen. Aber die sind ja frei verkäuflich. Daher werde ich die dann Montag beim Einkaufen hier auf einem Weg holen. Fahre ich hier nochmal mit dem Rad schön hin. Bietet sich an. Hier ein schöner Blick auf das alte Postamt. Hier ein Blick aufs Gemeindehaus oder Rathaus mit dem passenden Marktplatz, würde ich sagen. Und im Hintergrund schöne Kirche schon zu sehen.
Auch hier gibt es wieder so eine schöne Steinreihe, wie das letzte Mal in Gretsiel an der Mauer. Ansonsten geht es hier fachwerkmäßig weiter und da hinten kommt gleich eine Windmühle, die ich euch natürlich auch noch zeigen werde. Ansonsten echt ein schönes Städtchen. Da kann man die Windmühle schon erahnen. Hier gibt es das Café Mühlenblick. Mit Liebe hausgebacken, kreative Torten, Kuchen, vegan oder zuckerfrei, gluten- und laktosefrei. Also gluten- und laktosefrei ist ja schon super, dass es das überhaupt gibt. Wenn ich nochmal hier hinkomme, werde ich mir da wohl mal ein Stück Kuchen gönnen. Weil glutenfrei ist ja selten, dass man das bekommt. Klasse. Café Mühlenblick. Toll. Von hier hat man jetzt einen schönen Blick auf die Mühle, finde ich. Das müsste die Marienkirche sein, wo man in den Turm gehen kann, so wie ich das gelesen habe, und eine herrliche Aussicht hat. Da schaue ich jetzt erstmal, ob das machbar ist. Alleine schon der Eingangsbereich ist ja toll. Auf der Seite ist noch so ein Torbogen. Sehr schön. Ja, man konnte jetzt hier in die Marienkirche durchaus reingehen, auch die Turmbesichtigung. Aber dadurch, dass das so drückend schwül ist und man da lange warten muss sogar schon und das um diese frühe Uhrzeit, bin ich wieder raus, weil das mit der Maske da drinnen einfach mehr als unangenehm ist. Man hätte jetzt natürlich von dem Kirchturm aus, den ich euch noch einmal hier so im Schwenk zeige, dort oben eine noch bessere Sicht als von hier jetzt, aber ich finde auch dies ist ein Ausblick, den man nicht beachten sollte. So wie da drüben ein bisschen stelle ich mir das in Norwegen vor, wenn man in den Fjorden ist. Von hier nochmal der freie Blick bis zum Horizont. Müritzsee, dahinter der Naturschutzpark Müritz. Der Osten, muss man sagen, hat echt beeindruckende Ecken. Und hier ist das Hafenbecken. Moin! Da drüben, das ist Hotel Seestern und das Restaurant Café Hotel daneben ist natürlich super gelegen hier, ne? Besser geht's ja kaum. Nochmal mit schönem Blick auf Marienkirche hier. Also direkt hier mit dem Wohnmobil stehen, sind natürlich tolle Plätze, bestimmt auch sehr interessant, aber ich glaube, wenn ich mich hier mit meinem Bulli zwischenstelle, dann werde ich wahrscheinlich extrem schräg angeguckt. Und wenn die dann noch sehen, dass das ein selbst ausgebauter ist, ich glaube, das ist nichts für mich. Dann lieber irgendwo in den Wald weiter. Aber ein schönes Fleckchen hier. Ja, das war's jetzt mit der Radtour für heute. Oder für euch. Da es gerade schon anfing zu donnern, werde ich mich jetzt auf den Rückweg machen, der ja auch noch mal Stunde mindestens dauert. Und würde sagen, wir sehen und hören uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, euer Markus.